Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte in Thüringen 2.0, Version 2.0. Ja, wir fahren auf Show ein. Ich habe mal kurz auf Kurs gebracht und jetzt geht es weiter mit Mais. Leider haben wir wieder Regen. Immer noch Regen. Die Vorhersage sagt nichts Gutes aus. Aber wir Geduld haben. Oh, das ist kein gutes Zeichen, wenn es lange dauert. Das scheint zu funktionieren bis jetzt. Die Wendung wird gleich dabei sein. Fahr hinter den Traktor. Also, ja, gut. Was mich persönlich stört, ist, dass er immer wieder eine Frucht fährt. In dem Fall nicht. Das ist komisch. Manchmal ist in der Beziehung, naja. Ich kann es nicht verstehen, sondern so. So, Auto. Abstand. Abstand an sich passiert. Aktiviert. Ja, wenden, okay. Es war okay alles. Aber wenn er wendet, um entsprechend hinter Drescher zu fahren, und wenn der Drescher jetzt wenden will, da gibt es Probleme. Und ich weiß nicht genau warum. Wenn man über 10 km/h ist an sich kein Problem. Du musst jetzt eigentlich oh, das hat geklappt. Bis jetzt jedenfalls. Gut, also eine Frucht fährt, das hat eine. Aber mit dem könnte ich leben. Gut, wenn man dabei ist, dann geht's vielleicht. Ja, es geht schon los. Schwierigkeiten. Brüder haben jetzt Schwierigkeiten. Also wir haben ja jetzt ja unsere Lenkung wieder, ne? Wenn wir einen kleinen Schubs geben, dann kommt er drüber und dann können wir das improvisieren. Mit Ballen haben wir so eine Probleme nicht. Aber gut. Genau. Gas geben. Fahren wir rüber. Willkommen. Fahren wir selber fest. Also irgendwie klappt die Sache hier. Dann kommen die auch rüber, die Faktoren. Oh, ich hab Besuch. Und wohl Gas geben wir hier. Jetzt, wo wir entschieden dürfen, kommt nichts.
Jo. Bisschen rausdackeln, sag ich hier. Kann man nicht mal ins Höhe? Geht nicht. Wenn man ein Rad irgendwo einen Kontakt kriegt, aber man entsprechend rausfahren kann. So. Der Traktor kommt durch. Einfach eine bessere Übersetzung und ein paar Linken an der Reifen. Ja, heute mache ich verfolgen fertig. Ich hätte mal 6 oder 8, nachdem wie ich lustig habe. 2 muss ich noch hochladen für morgen, für Neujahr. Ich wünsche mal allen schön ein frohes neues Jahr nochmal für die zweite Folge, falls einer der ersten nicht gehört hat. Ja, und wir machen mit dieses Jahr wieder voll weiter. Ich möchte noch Danke sagen für alle, die dazugekommen sind und Anfang dabei waren. Ich beginne doch gerade erst, mehr oder weniger. Also hier und da werden sie noch Änderungen kommen, das wird nicht so bleiben, aber ich weiß auch nicht genau. Die Spielweise ändert sich im Großen und Ganzen nicht, aber unserem Kanal, da ist immer Änderung offen und auch vielleicht neue Spiele noch mal sehen. Aber wie gesagt, wenn man neue macht, dann muss man sich sagen, irgendwo um Abstriche machen, ne? Weil dann zeitlich gesehen ist dann schon ein bisschen schwierig. Besonders Richtung Frühling, wenn es draußen wieder wärmer wird. Jetzt kommt die Klappe flach. Das gibt's doch gar nicht. Also den Deckel wegnehmen, gibt auch nichts. Also wie hoch an den Schildern und sonst nimmt ihr das Mist mit. Das ist ja nicht gut. Ne? Durchdrehende Reifen. Der nicht. Das. Doch. Entschuldigung. Ich muss noch leicht husten. Ich glaube, den wird ihn nicht los. So. Natürlich blöd, wenn er hier vorne stehen bleiben muss, dass er dann entsprechend immer den Berg hier hinten macht und ich muss alle nach vorne fahren. Wieder einer. Ah, das ist da vorne. Ein bisschen die Rampe hochfahren, ne? Ein bisschen schön angleichen. Zum Schluss nur so nehmen von außen wieder reinschmeißen alles, weil die da hochkommen sollen, müssen sie entsprechende Schräge haben. Je steiler, umso schwieriger wird es nachher. Guck die Nase. Blocking. Wenn das Blocking steht alles, dann ist man faul. So.
Ich war nicht dabei. Natürlich ist das kontraproduktiv, wenn er sagt, wir anhalten. Ja, das ist natürlich totaler Käse, weil er ja den Augenblick gar nicht weiterkommt. Ne? So, mal sehen, wohin will. Tja. Mal geht's gut, mal nicht. Ne? Aber naja, gut, Ende ist in Sicht. Ne? Und wir machen hier weiter. Unsere Problemzone hier wegkriegen, ne? Der kleine Berg hier. Oh, so schön. Noch eine Ehrenrunde. So, jetzt darf der gerne der nächste kommen. Kippen wir links ab. Ich hoffe, die Dinger sind nicht verpackt. Ich hoffe es. Ich kenne mich aber nicht aus, wie das funktioniert. Nur blöd ist so, wenn die Dinger. Hat das wirklich keinen Spaß, wenn man die Hälfte rausküsst. Ne? Also, die Mitte geht ja, aber der Rest, wo ein bisschen grün ist. Geht nicht, aber ich denke mal, wird schon gut sein. Wenn Fehler vorhanden waren in der ersten Version, was ich nicht weiß, im Hof, da also, hat er Fehler gehabt. Der eine hatte. Aber wie gesagt, hier weiß ich das nicht genau. Ich weiß es nicht. Hatte hier nie aufgefüllt. So. Bereit zum Schieben. Normalerweise muss er einen Lampen bekommen und dann die Kurve wegnehmen, aber das will ich auch nicht. Den Abladepunkt mehr hinten machen müssen, das wäre besser gewesen. Weil dann würde er mehr eine Fläche abladen. Na gut, beim nächsten Mal halt, ne? Wenn ich das nicht vergessen habe, das kann auch wirklich auch sein, ne? Der meiste Fall.
So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, ne? Noch ein Rest vom Tag. Hoffe, die Folge ist am neuen Jahr, dann weiß ich Bescheid, dass es richtig gelaufen ist. Wünsche ich allen noch einen guten, ja, ein frohes Jahr. Vor allem Gesundheit. Hauptsache, ihr habt keinen Kater von gestern. Wie gesagt, wenn die Folge 9 Jahre ist, dann ist es richtig. Ansonsten habe ich mir einen Tag geirrt. Ich denke mal, das ist auch nicht so tragisch, ne? Lieber später als gar nicht. Oder zu früh ist auch gut. Ja, ansonsten. Von hier aus mal tschüss. Und nochmal danke fürs Reinschauen. Tschüss.